Liebe Freunde der Poisentalbahn, heute soll es mal um Loksans gehen. Also wie klingen verschiedene Loks im Original? Und wer mich kennt, weiß, dass es wieder mal ausschließlich um Dampfloks geht. Angeregt wurde das durch eine Diskussion in einer Facebook-Gruppe, wo es darum ging, wo man seine Sounds für seine Modellloks herbekommt. Darum soll es hier nicht gehen, sondern hier soll es ausschließlich um das Vorbild gehen. Es war in dieser Diskussion unter anderem die Frage, wie viele Zylinderschläge macht so eine Dampflok überhaupt pro Umdrehung, also pro Radumdrehung. Das ist ja durchaus unterschiedlich von Baureihe zu Baureihe. Und diesem Thema habe ich mich jetzt hier in diesem Video mal angenähert. Der Plan dabei ist folgender. Also wir schauen uns jetzt ein paar Videos bei YouTube an. Und dann versuchen wir das Ganze mal zu analysieren. Zuerst gibt es ein Video, das nennt sich Lokporträt Dampflok 89-62-37 von Super Jan H1. Der also dieses Video auf seinem Kanal gepostet hat und ich habe hier mal einen kleinen Ausschnitt. Das, was wir jetzt hier sehen, stammt aus meinem Schnittprogramm und soll jetzt hier im unteren Teil den Sound darstellen. Also normalerweise müsste man hier ja die Zylinderschläge sehen. Es müssten also 4 an der Zahl sein und das sehen wir aber eben leider nicht. Das liegt daran, dass wir das zwar raushören, weil wir eben Höhen und Tiefen unterscheiden können und hier eben einfach nur die Lautstärke dargestellt ist. Nun stellt sich die Frage, warum eigentlich 4 Zylinderschläge? Die Lok, also es ist eine Nassdampflokomotive, die 2 Zylinder hat, aber jeder Zylinder macht halt zweimal dieses Ausströmgeräusch, also zweimal innerhalb einer Radumdrehung und da sie 2 Zylinder sind, sind es insgesamt 4 so eine Töne. Damit sind wir schon beim nächsten Video. Das ist von Daniel Schneider, der hier die 50-35-01 gefilmt hat, wahrscheinlich bei einer Scheinanfahrt. Die Lok klingt hier natürlich etwas anders. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es natürlich jetzt eine Heißdampfmaschine, die nicht ganz so verwaschen klingt wie die T3 jetzt eben. Und sie ist natürlich hier beim Anfahren auch unter Last. Da klingt das natürlich alles sowieso noch ein bisschen anders. Aber eins bleibt gleich, auch hier haben wir eine Zweizylindermaschine. Also viermal diese Dampfausströmgeräusche pro Radumdrehung. Auch hier gibt es eine Grafik, die aus meinem Schnittprogramm kommt. Und hier braucht man jetzt nicht ganz so viel Fantasie wie bei der T3. Also man kann diese 4 Zylinderschläge schon sehen. Und sieht aber eben auch, dass es so ein Geräuschteppich gibt, der das also so mehr oder weniger überdeckt. Das ist vielleicht auch ein Tipp für diejenigen, die versuchen wollen, sich also draußen im Bahnverkehr oder in dem Fall im Museumsbahnverkehr da ihre Sounds zu holen. Man steht ja auch nicht direkt vor der Lokomotive, wenn man jetzt vor seiner Anlage steht. Man ist ja da mindestens 1 Meter weg und dann kann man sich gerne mal ausrechnen, was eben der Meter dann, naja, in H0 mal 87, ne, sind es schon 87 Meter, da stehe ich also nicht so direkt davor. Und dann klingt die Lok auch anders. Also wenn man sowas aufnimmt, dann so ein kleines bisschen aus Entfernung und nicht, wenn man so davor steht, wie das hier jetzt in dem Video der Fall ist. Ich habe jetzt noch eine Sequenz gemacht, wo mal nur eine Radumdrehung zu sehen ist. War
Macht sie schnell, machen wir gleich nochmal. Ich denke mal, man kann diese vier Zylinderschläge pro Umdrehung gut hören. Im nächsten Video kommen wir dann zu einer ganz besonderen Lok. Die hat nicht zwei Zylinder, sondern vier. Allerdings ist das vom Antrieb her ein bisschen komplizierter, weil es sich hierbei um eine Vierzylinder-Verbund-Lokomotive handelt. Das heißt, diese Lok hat zwei Hochdruck- und zwei Niederdruckzylinder und der Dampf strömt aus den Hochdruckzylindern in die Niederdruckzylinder, wird dort also quasi nochmal nachgenutzt. Und das beeinflusst natürlich auch den Klang. Also auch hier kann man an der Grafik sehen, wir haben vier Zylinderschläge. Warum das so ist, hatte ich gerade erklärt. Wir haben ja diese Hoch- und diese Niederdruckzylinder und wie es scheint, hört man bei der S36 diese Niederdruckzylinder nicht oder die Hochdruckzylinder nicht, je nachdem. Also man hört nur zwei Zylinder, die anderen laufen quasi in dem Fall stumm mit. Also man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass wir also hier 8 Zylinderschläge machen müssen pro Umdrehung, weil wir hier 4 Zylinder haben. Ne? Dem ist also nicht so. Auch bei dieser Lok schauen wir uns das nochmal einzeln an. Also eine Sequenz, wo nur eine Radumdrehung zu sehen ist. Und die werden wir dann auch gleich nochmal wiederholen, damit man das etwas genauer sieht. Also man kann so richtig bis 4 mitzählen. Was ich noch erwähnen möchte, das Video von der S36 ist von HP1FDL und der hat also hier diese Lok gefilmt vor einem IGE-Sonderzug Nürnberg-Linda-Nürnberg. Es war so eine Sonderfahrt, wo diese Lok unterwegs war. So viel zu Vierzylinder-Verbund. Dieser Antrieb ist vor allem in der Länderbahnzeit viel gebaut worden. Davor gab es auch noch einen Antrieb, den es heute also so gut wie gar nicht mehr gibt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es keine betriebsfähige Lok mehr gibt, die das so hat. Und zwar ist das ein Zweizylinderverbundantrieb. Da ist also auf der einen Seite der Lok ein Hochdruck und auf der anderen Seite ein Niederdruckzylinder. Da kommen wir zu der Lok, die wir gesucht haben in der Facebook-Gruppe, wo also die Geräusche gesucht wurden. Und zwar geht es da um Roccos Baureihe 36, die allerdings durchaus in einer Variante ausgeliefert wird mit Sounddecoder. Und ja, die Zweizylinder-Verbundmaschine bringt aber ein zusätzliches Problem. Einfach deshalb, weil wir haben ja gerade gesehen, dass wir bei den Vierzylindermaschinen bloß zwei Zylinder hören. Das würde jetzt bedeuten, bei Zweizylinderverbund, würde man jetzt nur einen Zylinder hören. Und jemand hat in dieser Diskussion tatsächlich ein Video gefunden von einer Lok, die jetzt noch mit so einem Antrieb herumfährt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das Video ist von Thomas Wasinger und heißt einfach nur Nassdampf. Und in dem Video ist dann eingeblendet, dass es also eine Zweizylinder-Verbund-Lokomotive ist. Und ich habe auch hier die Grafik, die jetzt hier zu sehen ist. Und da sieht man nur einen Zacken in der Audiodatei. Und das bedeutet, pro Umdrehung gibt es nur ein Zylindergeräusch. Na, also das ist dann schon etwas merkwürdig. Es müssten ja eigentlich zwei sein,
weil der Zylinder macht ja eine Vor- und Zurückbewegung. Was man in der Grafik allerdings nicht sieht, ich habe so das Gefühl, dass es immer einen lauten und einen leiseren Zylinderschlag gibt. Also dann wären es natürlich zwei. Nun fehlt von den ganzen Antrieben noch einer, denn es gibt ja auch Dreizylinderloks. Dazu habe ich ein Video von Thomas Eckert, der eine alte Aufnahme hochgeladen hat von 1975, die also digitalisiert hat und eine BR012 zeigt. BR012, das sind auf Ölfeuerung umgebaute 0110 und die haben drei Zylinder. Ja, und hier muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich einfach ein Problem mit der Grafik, weil ich sehe hier neun Zacken. Also es ist relativ deutlich zu sehen, die Zylinderschläge. Und bei drei Zylindern sollte es eigentlich sechs sein und nicht neun. Also ich habe das ein paar Mal getestet und habe auch eine Sequenz gemacht, wo also nur eine Radumdrehung zu sehen ist. Und man kann es da auch mitzählen. Also es sind neun Zylinderschläge. Wie das zustande kommt, wenn jemand eine Idee hat, schreibt es in die Kommentare. Ich komme hier an dieser Stelle einfach nicht weiter. Ich zeige aber jetzt mal die Sequenz, die da dazugehört. Und weil es so schön war, gleich nochmal. Also wie gesagt, ja, mir ist es ein Rätsel, aber vielleicht hat irgendwer eine Idee. Ich habe mich verzählt oder was auch immer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Lasst, wenn ihr wollt, ein Like da oder abonniert den Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.